Hallihallo, der Marc vom Bild Gewinnischen, bei mir ist der Josef. Josef. Hallo. Die Maske darfst du runtertun, mein Lieber. So. Wir machen ein Loch und da möchte ich die Maske immer gerne weg haben, dass wir einfach das ein bisschen besser platzieren können, dass es dann passt und rockt. Jo, du hast den Wunsch, bitte zwei Ringe zu tragen, die du gesagt hast, recht eng beieinander. Ich zeig dir mal kurz, wo wir das am besten umsetzen können, ja? Dann schaust du es dir später an. Sieht nämlich gar nicht aus wie so ein Josef. Ja, ich habe sehr adlische Wurzeln. Ja, und warum dann Josef? Das ist ja lustig. Also mein Papa wollte Josef heißen. Okay. Und deswegen habe ich jetzt die Ehre, dass ich Josef heißen darf. Aber das ist einiges ein cooler Name. Es ist Österreicher, oder? Es ist lässig. Ja. Na, ich sehe mal die Reaktion. So wie heißt du Josef und meinem Bauch. Ich habe aber nochmal jemanden, ein Mädel, auch eine Kunde mit asiatischem Hintergrund. Die heißt, glaube ich, ganz typisch, das heißt, Heidi oder Mach oder... Oder Marie, oder also irgend sowas ganz. Was man gar nicht erwarten würde. Gar nicht erwarten würde, ja. Und ich finde das echt ganz lustig. Und du lebst ja schließlich auch hier, ja? Ja, genau. Das ist. Kannst auch einen typischen Namen haben. Wichtig ist, also das war ja wahrscheinlich geschossen, so wie das aussieht. Na, gestochen. Gestochen. Ach, gestochen. Ja. Ich würde es jetzt von der Höhe gleichen lassen. Ich hätte es dir wahrscheinlich sonst einen Hauch höher gesetzt. Aber wenn du zwei Ringe tragen willst, dass die dann auch gleich aussehen, von der Höhe, vom Match her, das ist ja passt, ich zeig's dir im Spiegel mal, müssen wir das jetzt auf einer Höhe machen, weil sonst wirkt der eine Ring anders als der andere. Das heißt, ich gehe jetzt quasi, dabei das Loch jetzt einfach nur ein Tick höher und bleibe auf dem gleichen Level, sonst wirkt das irgendwie natürlich total doof. Okay, ja, stimmt, ja. Ja? Aber es macht nichts, es ist nicht negativ, ich erklär's dir nur, deswegen, normalerweise, wenn du das erste Mal bei mir wärst und ich würde die Ohrlöcher stecken, dann hätte ich das Bein ein bisschen weiter nach oben gemacht. Und wenn ich das jetzt korrigiere, dann hast du eins oben, eins unten, dann sind die Ringe nicht gleich. Ja, voll. Deswegen will ich auf diesem Level bleiben. Okay. Passt das für dich? Ja. Gut. Wie hast du uns da gefunden, durch YouTube oder? Ja. Durch ein YouTube-Video ist mir zufällig vorgeschlagen worden. Und nachdem ich hier ein zweites stechen lassen wollte, habe ich gleich gesagt, ich gehe daher. Cool. Ja, ich freue das. Das ist gut. Davon, das hilft den guten Transparenz, dass sie wissen, zu wem es geht. Mhm. So, dann kann ich dich mal stechen. Mal kurz hier. Wie alt bist du, Josef? Ich bin 17 jetzt. Was treibst du sonst so? Schüler bist du wahrscheinlich, oder? Ja. Du bist einfach auch nervig, oder? Mit ganzen. Ja, komplett. Immer zwei Tage Schule, zwei Tage nicht, dann abwechselnd schon ab. Lustig, man hätte nie gedacht, dass die Leute gerne in die Schule gehen in Wahrheit, gell? Ja. Das merkt man dann erst, wenn man sie nicht mehr hat, so richtig, gell? Ja, stimmt. Also meine ganzen Kunden sagen, oh, das ist der Brett. So nervig, das ist ein Homeschooling auch, das war alles. Ja, voll. Ja. Ja, ist halt so. Am Anfang hat man sich immer gedacht, boah, ist angenehm. Voll geil, genau, Homeschooling, ja. Nichts tun und so. Und dann mit der Zeit merkt man, dass das doch was fühlt. Ja, auch ich finde auch das mit den ganzen Klassenkameraden, oder? Das ist ja irgendwie auch schön, oder? Ja, das soziale Umfeld ist schon wichtig, finde ich. Vor allem für uns junge Leute. Auf jeden Fall fix. Ja. Ja, gut. Irgendwann wird es wieder normal werden. Ja, hoffentlich irgendwann. Hoffentlich steht zuletzt. Ja, solange sie nicht stirbt, du. Ja. Aber check mal, ich denke mal, wie gesagt, das ist jetzt mit Impfungen und Zeugs dann irgendwann. Irgendwann mal, ne? Die Kugel ist für den Frosch, die ist gewindet, Putsch. Mhm. Das gibt's teilweise. Und ich denke mal, die sind nicht raus, die fallen so runter, so liegt dann eben. Naja, aber es hilft alles nichts, da müssen wir durch. Ja, genau. Cool. Positiv bleiben. Ich zeig's dir mal, schau mal. Der schaut geil aus. Oder? Ja, vollkommen. Ganz cool, das passt wirklich gut. Da drüben hast du ja auch eins, allerdings ein recht fetten Klunker, das wird da drüben
mit den zwei Ringen, wie du es mir gezeigt hast, zieht es dann sicher falsch. Wichtig ist, bevor diese Ringe rein sind, Josef, muss man nochmal 6 Wochen warten. Wenn wir das zu schnell machen, ist das natürlich schlecht, dann gibt es einfach Ärger, Entzündungen und so weiter. Ja. Deswegen kommst du in 6 Wochen nochmal kurz vorbei und dann will ich das einmal kontrollieren. Okay. Du kannst dann, wenn du die Ringe hast, auch gerne mitnehmen. Wir haben sie nicht geholt, aber im Regelfall auch da. Das kann man einfach dann schauen, wie du Bock hast. Okay. Ja? Wichtig von der Pflege her nochmal kurz zum Erläutern. Nimm dir bitte Pondolin Spray und Gel. Das kriegst du mir jetzt eh mit. Mhm. Erster Schritt, zweiter Schritt. Zuerst Pondolin Spray. Sprüh dir dann einfach 2-3 Sprühe mäßig vorne hinten drauf. Okay. Einwirkzeit 30, 40 Sekunden. Du brauchst keine Uhr stellen, aber auf gefühlt ein paar Sekunden warten. Mit der Küchenrolle feucht abwischen. Und dann nehmen wir das Gel. Vom Gel reicht ein kleiner Tropfen. Den tupfst du vorne hinten auf. Bewegst das Piercing und das war's. 3 Wochen machen wir es zweimal am Tag und dann 3 Wochen einmal am Tag, das ist 6 Wochen am Stück. Und in 6 Wochen checken wir nochmal, ob alles passt. Aber vielleicht machst du ihn nicht, oder? Nein. Nee, ich könnte sein, du willst morgen sauber gesund werden, deswegen frei ich nach, weil es für 6 Wochen nicht erlaubt. Ja? Ja. Und sonst duschen, Sport, Haare waschen, alles basic, ganz normal. Okay. Du darfst eh fast nicht groß hin, lass es in Ruhe und dann schafft das Ganze. Danke dir, mein Lieber. Danke fürs Video, danke fürs Zuschauen heute. Das war der Josef. Ciao, baba. Cool.